Worum geht es? Gesundheit? Teil 1. Die RKI-KI-GGS-Studie. Das hier ist eine Wahrheit. Es ist eine unsere Wahrnehmung der Realität. Es ist vielleicht nicht fehlerfrei. Wir sind menschlich und daher nicht perfekt. Und das ist auch gut so. Vorab noch ein kleiner Test. Stell dir vor, du fasst den Entschluss, von jetzt an gesünder zu leben. Was würdest du machen? Was fällt dir da so als Möglichkeiten ein? Was kann ich tun? Was kann dazu beitragen, dass ich gesund bin? Zähl mal auf, was dir einfällt. Was mir dazu einfällt? Bewegung, Sport, gesunde Ernährung, Stress reduzieren, für Entspannung sorgen, positives Denken, Freunde treffen, soziales Umfeld. An was ich jetzt nicht direkt denke zum Thema gesund leben ist, Tabletten nehmen, impfen lassen, Angst haben oder zu verbreiten, zu Hause bleiben, Menschen aus dem Weg gehen. Fühle nach. Gesund? Fühle nach. Gesund? Achte darauf, wer dir was über Gesundheit erzählt. Wer droht, wer zeigt einen guten Weg und bietet an. Wer verbreitet Angst, wer verbreitet Optimismus. Wenn es um Gesundheit ginge, gäbe es so viele Ansätze, wo man wirklich was erreichen könnte. In den vorherigen Videos haben wir schon ein paar Schleifen durch die Zeit und deren Ereignisse gezeigt. Wir haben uns mit dem geleakten Covid-19-Strategiepapier des Bundesministeriums für Inneres auseinandergesetzt, in dem der Fahrplan und die Kommunikationsstrategie in Richtung Bevölkerung vorgegeben zu sein scheint. Wir haben eine Ansprache von Jens Spahn auseinander analysiert oder haben die Art und Weise der Mainstream-Medien aufgedeckt. Da ist einiges dabei, was nicht vergessen werden sollte. So eine Reise beginnen wir jetzt wieder. 2006. Die Studie zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland, KI-GGS oder KIGS, wird vom Robert-Koch-Institut, RKI, durchgeführt. Mit ihr lagen für Deutschland erstmals umfassende und bundesweit repräsentative Gesundheitsdaten für Kinder und Jugendliche vor. Dabei gab es drei Erhebungswellen. 2003 bis 2006 gab es die Basiserhebung. Die KIGS-Welle 1, die wir etwas näher betrachten, wurde von 2009 bis 2012 durchgeführt. Angelika Müller hat die Rohdaten der KIGS-Studie auf dem Zusammenhang zwischen Impfung und Gesundheit ausgewertet und diese in einem Artikel zusammengefasst, der am 18. Januar 2014 veröffentlicht wurde. Sie schreibt darin: Schon während der Studie wurde die Wichtigkeit dieser Maßnahme immer wieder betont. Man würde nach der Auswertung der Daten umfangreiche Erkenntnisse zur Gesundheit der heutigen Kinder und Jugendlichen zu den möglichen Einflussfaktoren hierfür haben. Das wäre künftig die Basis, um die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen weiter zu verbessern. Wir waren sehr neugierig auf die Ergebnisse, da zu diesem Zeitpunkt schon bekannt war, dass auch Impfungen mit abgefragt werden sollten. Bereits ein Jahr nach dem Abschluss der Studie wurde in einer Doppelausgabe des Bundesgesundheitsblatts auf über 900 Seiten die Ergebnisse der Öffentlichkeit präsentiert. Mittlerweile gibt es ungefähr 200 wissenschaftliche Veröffentlichungen, die Auswertung und Erkenntnisse aus der KIGGS-Studie betreffen. Der Zusammenhang zwischen Impfstatus und Gesundheit wurde jedoch komplett ausgespart. Noch nicht einmal das häufig in der Öffentlichkeit diskutierte Thema Impfungen als Auslöser von Allergien wurde erwähnt. Angelika Müller hat das getan, was leider viel zu selten passiert. Sie hat die Rohdaten des RKI verwendet und in die entsprechenden Relationen gebracht. Das, was bei vielen Informationen und Publikationen des Robert-Koch-Instituts fehlt, die Relationen, der Kontext zu den Zahlen. Vergleiche zwischen geimpften und ungeimpften Kindern zwischen 10 und 17 Jahren in Bezug zu den Erkrankungen Heuschnupfen, Neurodermitis und Nickelallergie. Ich habe selbst eine Nickelallergie. Und das habe ich jetzt schon häufiger gehört. Die Aufklärung über mögliche Auswirkungen von Impfungen, die eine mögliche Ursache für eigene, ungewöhnliche Erkrankungen liefern, für 5- bis 17-Jährige, ADHS, Bedarf an logopädischer Unterstützung oder der Bedarf an einer Brille, die Anzahl der Infekte im vorausgehenden Jahr in Bezug auf die Anzahl der Impfungen und weitere Auswertungen. In dem Bericht des RKI kommt die Zeichenkette Impf 10-mal vor. Wir zeigen mal wo. Erkrankungen an Windpocken und Keuchhusten sind in den Zielgruppen für die veränderten Impfempfehlungen deutlich zurückgegangen. Dass Infektionskrankheiten in Deutschland durch die Umsetzung der Impfempfehlungen der STIKO wirksam eingedämmt werden können. Hier 7-mal. Mädchen aus Familien mit hohem Sozialstatus sind seltener geimpft als Mädchen aus Familien mit mittlerem und niedrigem sozioökonomischen Status. In Bezug auf die Häufigkeit von Arztbesuchen. Dieser Anstieg kann unter anderem mit zusätzlich eingeführten Leistungen wie U-Untersuchungen und Impfungen erklärt werden. Das Robert-Koch-Institut macht eine Studie, die wahrscheinlich sehr aufwendig war und wertet die kaum aus. Das Ergebnis ist gefühlt eine Werbebroschüre. Interessante und wichtige Erkenntnisse fehlen. Die Links zu den Dokumenten sind über die Beschreibung unter dem Video.
Am 2. Februar. Die asiatischen Nachbarn Chinas haben schon diverse Maßnahmen zur Virusabwehr eingeleitet. Die deutsche Regierung und die WHO halten Maßnahmen noch für zu teuer. Und Dante Abiote lädt auf YouTube sein Video Veräppelung Coronavirus hoch. Hier zwei Ausschnitte. Ich will euch aber jetzt allgemeines ein bisschen was zu Viren erzählen. Viren sind die ältesten Lebensformen, die wir kennen. Wir finden sie in allen Spezies quer durch die Bank und ein Virus bringt nie den Wirt um. Das ist gar nicht im Sinne eines Viruses, weil würde es den Wirt umbringen, dann wäre es vorbei mit dem Virus. Das Virus lebt ja davon, dass der Wirt es immer an irgendeinen anderen Wirten weitergibt und dann wieder weitergibt, wieder weitergibt. Wenn es den Wirten umbringen würde, dann wäre ja diese Weitergabe unterbrochen. Das wäre nicht im Sinne des Virus. Ich habe, wie ich jung war, wieso kann ich heute so darüber reden? Ich hatte auch solche Ängste, weil man hat mir auch solche Dinge eingeredet. Ich habe euch hier so ein paar Angstmacher der letzten Jahre aufgelistet. Der saure Regen, wie ich jung war, da erzählte man uns überall, der saure Regen. In jeder Zeitung wurde das tituliert, Waldsterben. In 10 Jahren haben wir keine Wälder. Ich, Idiot, bin durch den Wald gegangen, wenn es geregnet hat und habe den Regen gekostet. Aber ich mir dachte, der schmeckt da gar nicht sauer. Ja, was ist denn da los? War damals verwundert, aber ich wusste einfach nicht, dass ich ständig belogen werde. Das Ozonloch. Unsere Atmosphäre wird weggeblasen, wir werden alle verbrennen, das war in allen Zeitungen. Ihr müsst euch vorstellen, den Hype, den ihr heute erlebt ums CO2, genau das gleiche war bezüglich Ozonloch. Die Leute gingen auf die Straßen, protestierten, da wurden Bewegungen inszeniert. AIDS! AIDS wird uns ausrotten! Gab es ein Titelbild, auch vom Spiegel. Die Menschheit wird die nächsten 20 Jahre nicht überleben. Das Virus wird uns ausrotten. War ja nicht nur das einzige Virus, das hatten wir auch mit den Grippeviren. Dann kamen das Vogelgrippevirus, ich weiß gar nicht mehr, welche ganzen Viren mich dahin gerafft haben. Dauernd Angstmache. Diese Angstmache, das begreift man dann erst viel später, das hat System, weil so kann man uns regieren. Professor Mausfeld redet darüber, er ist Soziologe, wenn euch das interessiert, warum schweigen die Lämmer? Es ist nicht nur er, der darüber redet, das ist ein Thema in der Soziologie. Das ist, diese Angstmache ist eine Herrschaftstechnik in der neoliberalen Demokratie. Die ist bestens untersucht. Da gibt es viele Daten, wie man das macht, wie man den Menschen am besten Angst macht. Schon die Römer wussten das. Divide et impera, spalte und herrsche, so kannst du die Völker regieren. Ein Virus bringt seinen Wirt in der Regel nicht um. Nur die Viren können sich verbreiten, deren Wirt weiter rumläuft. Das ist eine absolut schlüssige Erkenntnis, finde ich. Und wenn man auf die Suche geht, ist es immer das sogenannte Milieu, die Lebensumstände, die am meisten für die Eindämmung von Krankheiten sorgen. Die Pest waren Bakterien und wurden nur durch Hygiene ohne irgendein Pharmaprodukt besiegt. Die spanische Grippe litten viele unter dem Ersten Weltkrieg an Hunger und Armut. Die Pocken litten viele unter dem Zweiten Weltkrieg an Hunger und Armut. Die wirksamsten Maßnahmen, die Verbesserung der Lebensumstände, Zugang zu Wasser und Seife, gesunde Ernährung und Einhaltung von hygienischen Grundregeln. Was denken Sie über das Geschäft der Gesundheit? Was wollen Sie für Ihre Gesundheit tun? Es gab verschiedene Umfragen, wie hoch die Covid-19-Impfbereitschaft ist. Gäbe es einen Impfstoff? Die Regierung beteuert immer wieder, nur ein Impfstoff ist das Ende der Pandemie. Die Umfragen gehen von 50% Bereitschaft bis 67% in der deutschen Bevölkerung. Wird es eine Impfpflicht geben für den neuen Covid-19-Impfstoff, den CureVac liefern soll? Ganz kurz eine Frage. Ich weiß, Fragen mit Ja und Nein mögen Sie nicht gerne beantworten, aber es gibt ein Gerücht, dass es einen Impfzwang geben wird. Können Sie das bestätigen oder verneinen Sie das? Ich habe immer gesagt, deswegen weiß ich auch nicht, woher dieses Gerücht kommt. Ich habe den Eindruck, das wird von interessierter Seite eher gerade immer wieder auch in den sozialen Medien hochgezogen. Ich habe immer gesagt, es gibt eine hohe Bereitschaft der Bürgerinnen und Bürger, sich gerade beim Thema Coronavirus impfen zu lassen. Das spüre ich in jeder Debatte. Und wo die Freiwilligkeit zum Ergebnis führt, da braucht es keine Pflicht. Aber wenn die Freiwilligkeit gering ist, wird es auch keinen Zwang geben? Es braucht keinen Zwang, da bin ich fest von überzeugt, weil nach allem, was ich wahrnehme, es eine hohe Bereitschaft gibt, sich impfen zu lassen. Und ich übrigens auch wahrnehme, dass viele Bürgerinnen und Bürger den Wert
des Impfens, die Errungenschaft für die Menschheit, die das Impfen bedeutet, nochmal ganz neu wertschätzen gelernt haben.